Grüß Gott zusammen, wir sind heute hier im Ronhof bei der Familie Schindler und schauen uns einmal an, wie es mit den Spargelfeldern ausschaut. Gestern lag hier noch richtig ordentlich Schnee, der ist weg, samt Pinguin und Eskimos. Und jetzt erzählt uns einmal ein bisschen was zu eurem Betrieb. Macht ihr Jawohl. Das nicht erst seit heute? Ja, hallo. Wir haben den ersten Spargel gefunden. Wir sind der Gemüsebaubetrieb, geführt von Martin Schindler in fünfter Generation, da in Förderernhof. Bauer unterm anderen Spargel an. Weißen Spargel und auch Grünspargel. Damit geht es jetzt im Frühjahr bei uns los. Später haben wir dann noch andere Gemüsearten wie Karotten, Sellerie, Lauch, verschiedene Sachen, Kräuter. Jetzt haben wir den ersten Spargel gefunden, gestern bei Schneefall gestochen. Wir freuen uns aber drauf, den es jetzt dann überall regional hier im Knoblauchsland und so weiter zum Kaufen gibt. Und hier ist ja der erste Spargel des Jahres. Na, Spaß beiseite, das ist natürlich nicht der erste Spargel, wir haben schon ein bisschen mehr. Ich begrüße unseren Bürgermeister, den Herrn Vogel, hier Hallo. Bei uns. Fast schon Tradition, ne, dass Sie den Spargelanstich hier bei uns machen. Ne? Ja, mache ich gerne, weil es wirklich eine schöne Tradition ist. War es schon mal so kalt? Ich kann mich nicht erinnern. Ich war zwar noch nie in der kurzen Hosen da, aber so kalt, glaube ich, war es noch nie. So kalt war es bisher noch nicht. Ja, Sie essen ja mit Sicherheit auch einen Spargel, weil ganz umsonst kommen Sie auch nicht raus. Ne? Wegen der Spargel muss ja immer lecker da sein am Tisch. Auf jeden Fall. Ich bin ein leidenschaftlicher Spargelesser. Am liebsten mit die Bratwurst, wie man so schön sagt dazu. Also nein, Spargel ist ein ganz besonderes regionales Gericht und das esse ich wirklich leidenschaftlich gerne. Und ich freue mich jetzt auch drauf. Nicht nur, dass ich heute mit dabei sein kann, sondern dass ich dann die nächsten Wochen auch regelmäßig Spargel essen kann. Ja, und den regelmäßigen Spargel, den wird es in den nächsten Wochen, wenn es auch ein bisschen wärmer wird, hoffentlich auch geben. Und den Anfang, als praktisch die Quelle dafür, dass wir alle Spargel haben, es ist der Herr Vogel, der den Spargel selbst hier per Hand sticht. Und jetzt übergebe ich einmal. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Meinert und ich bin die diesjährige Knoblauchsländer Spargelprinzessin. Und ich freue mich heute mit dem Herrn Vogel die Saison zu eröffnen. Da freue ich mich auch drauf, immer wieder. Das ist ja eigentlich der schönste Moment, eine leibhaftige Spargelprinzessin zu erleben. Da ist der Spargel nur Nebensache. Genau, und trotz des Wetters heute haben wir ein paar schöne Spitzen gesehen, die wir doch gleich stechen können. So. Dann übergebe ich jetzt mal das Messer. Sie wissen, wie es funktioniert, oder soll ich es kurz erklären? Sie erklären mir es einfach mal. Genau, hier sehen wir schon den Spargel. Dann einmal das Messer. So, dann schaufeln wir kurz ein bisschen frei, dass wir die Spitzen noch besser sehen. Und jetzt geht es am besten, wenn wir die Spitze festhalten mit der einen Hand. Und ein bisschen Abstand und gerade runter. Genau. Wird er dann nicht so kurz? Runter. Und dann spürt man irgendwann schon. Ich hab ihn schon. Genau. Perfekt. Ist das nicht wie im Film, oder? Mein diesjähriger erster Spargel. Schöner kennt er gar nicht sein, hätte ich gesagt. So, okay. Jetzt haben wir den ersten Spargel gestochen. Der muss jetzt natürlich noch sauber gemacht werden, gekühlt werden und gelagert. Und wie essen Sie ihn denn am liebsten? Also am liebsten ganz frisch, so wie er jetzt ist, frisch gestochen, dann wird er geschält und dann esse ich tatsächlich am liebsten als Salat. Ich bin ein Salatfan, mache ich also das ganz gern. Also, und er hat ja die richtige Größe, also eigentlich optimal, es kann losgehen. Perfekt. Also, dann möchten wir uns recht herzlich bedanken für den hochprofessionellen Spargelanstich, wie jedes Jahr. Ich hoffe, nächstes Jahr kommen wir es wieder bei uns vorbei. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ich habe mich gefreut, dass ich heute das machen habe dürfen. Jetzt liegt es an mir zu sagen, ich wünsche den Spargelfamilien wirklich eine tolle Saison. Ich wünsche, dass das Wetter so funktioniert, dass wir Verbraucher dann auch was davon haben, die Spargelbauern, aber letztendlich auch wir. Also ich freue mich drauf. Jetzt kann es losgehen. Ja, und dass es auch für einen Vogel richtig losgehen kann. Genau. Hier ist schon mal der erste Spargel. Und ich freue mich auf eine erfolgreiche Spargelsaison. Vielen herzlichen Dank, wir tauschen. Danke. Dankeschön.